Hallo ihr Lieben, ich will euch geschwind zeigen, wie man diese Seite hier wieder sehen kann. Bis vor kurzem war hier einfach ein Blackscreen bei mir. Ich konnte eigentlich gar nichts machen, ich konnte hier überhaupt nicht rumwursten und so. Es gibt drei Möglichkeiten. Zumindest habe ich drei Möglichkeiten kennengelernt. Die erste und für mich funktionierende Möglichkeit ist, ihr geht hier oben auf Steam, dann auf Settings und dann könnt ihr hier bei Beta Participation, also direkt wenn ihr im Account seid, auf Change drücken. Und dann wählt ihr einfach das, was ihr noch nicht ausgewählt habt. Bei mir war es ausgeschaltet, ich habe es angeschaltet, das hat es repariert. Viele andere haben geschrieben, dass es bei ihnen angeschaltet war, sie haben es ausgeschaltet, dadurch hat es wieder funktioniert. Also allein die Änderung von dieser Beta Participation hilft. Falls das nicht hilft, eure Windows-Taste und R drücken, zack, dann geht hier dieses Ausführen-Fenster auf und ihr gebt steam://flushconfig ein. Dann erscheint nochmal ein Fenster von Steam, das ihr dann eben bejahen müsst. Wenn ihr das gemacht habt, startet den PC einfach nochmal neu. Und wenn ihr ihn dann neu gestartet habt, startet Steam nicht von eurem Desktop aus, sondern startet Steam auf jeden Fall von dem Installationspfad aus, wo ihr es eben hin installiert habt. Ne? Da, wo ihr es eben hingeklatscht habt, da ist irgendwo die Anwendungsdatei Steam, die öffnet ihr, zack, fertig. Gebt ihr hier einfach hier unten CMD ein, dann öffnet sich hier dieses Fenster und dann gebt ihr hier folgenden Befehl ein. ipconfig/flushdns. Das hilft auch bei vielen. Dann einfach Enter, das hat auch bei vielen geholfen. Und falls das alles nichts hilft, was ich euch eben gezeigt habe, gibt es noch eine letzte Möglichkeit, die wohl auch einigen geholfen hat. Ihr sucht das Verzeichnis, in dem ihr Steam installiert habt. Sucht einfach die Steam-Anwendung, die Exe. Geht rechtsklick drauf, dann auf Eigenschaften. Dann öffnet sich dieses Fenster hier, beziehungsweise ich glaube dieses Fenster hier. Dann klickt ihr hier einfach auf Kompatibilität und nehmt alle Haken raus. Weil falls ihr Steam in einem Kompatibilitätsmodus ausführt, kann das auch zu Problemen führen. Also einfach hier alle Haken rausnehmen, übernehmen, okay, bumm, fertig. Also dann soweit so gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Macht's gut.